musste in die Werkstatt bringen, sagte der dicke Kontrolleur. Thomas ging es wirklich sehr schlecht. Dann sprach der dicke Kontrolleur mit Dank. Ich möchte, dass du Percy und Toby hilfst, solange Thomas vermisst. Das freute Dank sehr. Percy kannte er schon. Mit Toby und Bertie freundete er sich schnell an. Terence, der Raupenschlepper, begrüßte ihn auch sehr herzlich. Pass gut auf Thomas' Waggons auf, riet er ihm. Er wird sie bestimmt vermissen, solange er weg ist. Dank war sehr sanft zu den Waggons. Annie und Clavel waren beeindruckt. Er ist so wohl erzogen, sagten sie zu sich. Es ist wirklich eine große Freude, mit ihm auszufahren. Als Thomas zurückkam, erzählten Annie und Clavel ihm, wie gut Doug zurechtgekommen war. Thomas war so froh, wieder zu Hause zu sein, dass er seine Eifersucht bald vergaß. Die Arbeiter hatten die Handbremse von Thomas sehr stark angezogen. Dadurch ergab sich der Eindruck, dass seine Bremsen besonders gut funktionierten, was aber nicht stimmte. Das war der Grund, warum er und seine Waggons oft über den Bahnsteig hinausfuhren. Thomas war das sehr peinlich. Langsam lernten sein Lokomotivführer und der Heizer besonders vorsichtig zu fahren. Aber eines Tages war Thomas Heizer krank und ein Ersatzmann stand auf seinem Platz. Der Heizer hatte die Kupplung befestigt und ging zum Lokomotivführer. Bahnsteig, um auf Henrys Fahrgäste zu warten. Der Heizer hatte vergessen, was mit Thomas' Handbremse los war. Thomas war voller Vorfreude. Nicht mehr lange, dachte er, als er sah, dass Henry sich langsam näherte. Aber Thomas' Bremsen waren nicht gut angezogen. Und so spürte er plötzlich, dass seine Räder anfingen, sich zu bewegen. Er versuchte anzuhalten, aber das ging nicht ohne seinen Lokomotivführer und Heizer. Er wollte einen Warnpfiff ausstoßen, aber das ging auch nicht. Der Schaffner, Lokomotivführer, Heizer und die Passagiere waren am Bahnsteig ihrem Schicksal überlassen. Halt, halt, kreischen Henry Körbel. Aber Thomas war voll unter Dampf und fuhr weiter. Entlang der Strecke wurde Alarm gegeben. Haltet den Ausreißer auf! Und da stand einsatzbereit Harold, der Hubschrauber. Der Inspektor hatte einen Plan. Zusammen gingen die beiden in die Luft. Schließlich war Thomas erschöpft. Ich muss anhalten, keuchte er schwach. Als sie sich dem nächsten Bahnhof näherten, sah Thomas, wie Harold landete. Sie fuhren so langsam auf den Bahnsteig zu, dass der Inspektor handeln konnte. Im richtigen Augenblick sprang er ins Führerhaus und zog die Bremsen kräftig an. Endlich hielt Thomas an. Der Inspektor und er waren sehr erleichtert. Dann dankte sie Harold. War nichts Besonderes, sagte Harold. Freue mich, wenn ich helfen kann. Jederzeit. Bemerkte der Inspektor, das darf nie wieder vorkommen, Thomas. Erschöpft stimmte Thomas zu.